Ja, grüßt euch Leute, der Boogie mal wieder hier. Heute mit einem neuen Tabak und zwar habe ich euch einen Adalia mitgebracht. Beziehungsweise ich habe ihn nicht mitgebracht, ich habe ihn bekommen, aber erstmal hier Guave. Ich jetzt besser auf Guave Raspberry. Also Guave mit Himbeere. Das Ganze ist in einem sehr feinen Schnitt. Feuchter Tabak. Wie ihr seht. Den habe ich wir kommen noch zum Preis. Ich bin zu schnell. Hier kosten 50 Gramm 4,20 Euro sind das, ja. 4,20 Euro. Den habe ich zugeschickt bekommen vom Sven. Jetzt müsste ich mal kuscheln. Vom Sven von Tony Shop. Tonys Shisha Shop in Berlin, ja. Vielen lieben Dank und liebe Grüße an dich, Sven. Ja. Zum Geruch. Ich finde, es riecht sehr nach Brause. Es hat so eine Brausenote. So eine leicht säuerlich-fruchtige Note, die kommt wahrscheinlich von der Guave. Ansonsten riecht das fruchtig nach Brause. Also ich finde es angenehm. Ja, es riecht halt so was Süßliches nach unserem Brause und hat dann während bei dem Süßlich noch nur so eine leichte säuerliche Note mit bei. Es riecht auf jeden Fall sehr fruchtig, süßlich, leicht säuerlich nach Brause. Riecht sehr gut, wie ich finde. Ja, Setup seht ihr wie immer eingeblendet. Ich rauche auf meinem Tangiers Medium Funnel zwei lang dickere Alufolie, drei Aluhankohlen, die schon fast runter sind, deswegen rauche ich mittlerweile mit Windschutz. Ich habe das Video vergessen zu machen. Auf der NPS und dem Shisha Sky Glasschlauch. Ja, beim Geschmack, beim Einatmen habe ich fast gar keinen Geschmack, finde ich, oder? Ja, also es kommt sehr fast gar nichts drüber. Und beim Ausatmen erst habe ich diese fruchtig, es ist so ein bisschen prickelnd, diese säuerliche Guave-Note, die sich dann mit diesem Brause vermischt. Das Ganze ist sehr natürlich und süßlich gehalten, ja. Also es kommt da wirklich so eine süßliche, prickelnde, leichte Brausenote. Das Ganze wird dann noch so ein bisschen übertüncht von diesem leicht säuerlichen der Guave. Finde ich sehr lecker. Also es schmeckt wirklich so ein bisschen nach Brause und mit dem Tick säuerlich. Ja, also ich finde, es ist ein sehr angenehmer, fruchtiger Tabak, den man gerne mal probieren kann. Also wer auf was Neues steht und den noch nicht geraucht hat, kann ihn gerne mal probieren. Ich finde ihn ganz okay. Kriegt 7,5 von 10 Punkten von mir. Das ist so mein Standard eigentlich für Tabaksorten, wo ich sage, es ist okay. Man kann ihn rauchen. Es war keine Fehlentscheidung, wenn ich ihn mir gekauft hätte. Aber es ist auch nicht so der Boom, haut mich um. Denn ich finde den Geschmack nicht so intensiv. Ja? Ich habe mir aber sagen lassen, dass die neueren Produktionen alle viel intensiver sind. Da habe ich leider noch keine geraucht, aber der ist jetzt nicht ganz so intensiv, ja. Wenn er noch ein Stückchen intensiver wäre, dann würde er die 9 Punkte bekommen. Also, es ist ein leckerer Tabak, kann man sagen, ja. Kann man auf jeden Fall nichts falsch mitmachen. 4,20 Euro für 50 Gramm ist so nur was Normales, was so ne, Standard eigentlich schon fast in der Preiskategorie für 50 Gramm. Kann man nichts falsch machen mit dem Tabak, also wenn ihr euch kaufen wollt oder was mal Neues probieren wollt, könnt ihr nichts falsch machen, ja. Liebe Grüße und vielen Dank nochmal an dich, Sven, und das war's dann auch schon wieder von mir. Bis zum nächsten Mal.